Die meisten Transportlogistiker werden vermutlich schon mal etwas von der sogenannten Abfahrtskontrolle gehört haben. Wisst ihr aber auch, warum es diese gibt, wer diese machen muss, was kontrolliert werden muss und was passiert, wenn die Abfahrtskontrolle mal vergessen wird? Nein? Dann holt euch gerne ein Heißgetränk eurer Wahl, denn in den nächsten 13 Minuten gehen wir dieser Sache mal auf den Grund. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, deinem Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Ich bin Horst Götze und in diesem Video schauen wir uns mal gemeinsam die Abfahrtskontrolle an. Dieses Video wird euch präsentiert von SMAP One. Mit SMAP One gehören Klemmbrett und Stift der Vergangenheit an. Mit selbst erstellten Apps optimierst du deine Arbeitsprozesse ganz einfach ohne IT-Fachkenntnisse. Ausgedruckte Formulare, abfotografierte Dienstpläne, unsauber ausgefüllte Berichte. Diese analogen und papiergebundenen Arbeitsprozesse sind mit SMAP One Geschichte. So entstehen per Drag and Drop in wenigen Minuten einfache Anwendungen für Mobilgeräte und du selbst wirst zum Digitalpionier. Auch Abfahrtskontrollen lassen sich mit SMAP One digitalisieren, aber dazu später mehr. Vielen Dank auf jeden Fall an das nette Team von SMAP One für die Unterstützung. Wir starten wie immer ganz am Anfang. Ich möchte nämlich zuerst einmal erklären, was so eine Abfahrtskontrolle eigentlich ist. Die Abfahrtskontrolle ist, wie der Name schon sagt, eine Rundumkontrolle des Fahrzeugs, also in unserem Fall ein LKW, vor Fahrtantritt. Die Abfahrtskontrolle ist dabei nicht freiwillig durchzuführen, sondern in einigen deutschen Gesetzen und Vorschriften mal direkt, aber auch mal indirekt vorgeschrieben. Das wohl bekannteste Gesetz ist sicherlich der Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung. Dort werden nämlich die sogenannten sonstigen Pflichten des Fahrzeugführers beschrieben. Demnach ist der Fahrzeugführer dafür verantwortlich, dass der Zug bzw. das Gespann vorschriftsmäßig sind und die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs nicht leidet. Und wie kann er sicherstellen, dass das Fahrzeug verkehrssicher ist? Richtig, indem er es kontrolliert. Aber nicht nur in der Straßenverkehrsordnung wird indirekt eine Kontrolle vorgeschrieben, noch konkreter wird da die sogenannte Vorschrift 70 der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Diese besagt nämlich, dass der Fahrzeugführer vor Beginn einer jeden Arbeitsschicht die Wirksamkeit der Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen hat und selbst während der Arbeitsschicht den Zustand des Fahrzeugs auf augenfällige Mängel hin beobachten muss. Hier haben wir also eine sehr direkte Aufforderung, die Abfahrtskontrolle durchzuführen. Diese Vorschrift verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung, falls ihr euch da näher reinlesen möchtet. Man könnte ein eigenes Video mit Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften füllen, die alle eine Abfahrtskontrolle vorschreiben. Ich belasse es jetzt aber bei den gerade genannten. Lasst uns stattdessen mal darüber sprechen, warum es überhaupt eine Pflicht zur Kontrolle seines LKW vor der Abfahrt gibt. Stellt euch mal vor, ihr steigt ohne Kontrolle in einen 40-Tonner ein und fahrt vom Hof auf die erste Ampel zu. An der Ampel vor euch steht ein PKW und ihr möchtet gerade leicht auf die Bremse gehen und merkt, dass sich die Bremse vollkommen durchdrücken lässt und der LKW einfach ungebremst weiterrollt. Ein Horrorszenario, oder? Ich möchte gar nicht weiter zeigen, was hier gleich passieren könnte, sondern diese Situation nur mal zum Beispiel nehmen, wie eine Abfahrtskontrolle sogar ein oder mehrere Leben retten könnte. Die Abfahrtskontrolle ist also dementsprechend ein Instrument, um die Betriebssicherheit gewährleisten zu können und damit natürlich auch die Arbeits- und die Verkehrssicherheit. Sie reduziert damit die Pannengefahr und das Unfallrisiko, weil Defekte oder Mängel oft schon früh erkannt werden. Wer muss aber diese Abfahrtskontrolle nun durchführen? Auch die Frage ist einfach zu beantworten. Denn für die Abfahrtskontrolle ist nämlich der Fahrzeugführer, also in unserem Beispiel der LKW-Fahrer, verantwortlich. Und diese muss er, wie eben bereits erwähnt, immer vor Beginn seiner Arbeitsschicht durchführen. Dabei bietet es sich an, nach dem Stecken der Fahrerkarte den digitalen Tachografen direkt auf Arbeitszeit zu schalten. Dadurch wird bereits sehr schön und auch gleich digital dokumentiert, dass ihr gleich zu Schichtbeginn eine Abfahrtskontrolle durchgeführt habt. Eine Faustregel besagt im Übrigen, dass eine Abfahrtskontrolle ca. 15 Minuten andauert. Kommt es zu einer Kontrolle, kann der Fahrer dank der Daten also schon mal nachweisen, dass er 15 Minuten zu Schichtbeginn gearbeitet hat und glaubhaft machen, dass es sich hierbei um eine Abfahrtskontrolle gehandelt hat.
Es kann auch sinnvoll sein, Kontrollen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus durchzuführen, zum Beispiel nach einer 45-minütigen Lenkzeitunterbrechung. Zumindest aber sollte man nach einer Lenkzeitunterbrechung einmal um das Fahrzeug herumgehen und auf offensichtliche Mängel hin überprüfen. So, wir wissen nun also, was eine Abfahrtskontrolle ist, dass sie gesetzlich vorgeschrieben ist und wer sie durchführen muss. Was aber muss genau kontrolliert werden? Um das herauszufinden, hilft ein Blick in den Grundsatz 314-002 der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Dort ist nämlich genau beschrieben, was alles vor Beginn einer Arbeitsschicht zu kontrollieren ist. Ich sag's mal so, es ist definitiv zu viel, um das jetzt hier alles einzeln aufzuführen. Daher gebe ich hier nur mal einen groben Überblick mit ein paar Beispielen. Auf geht's! Getreu dem Motto, ohne Licht keine Sicht, sind natürlich zunächst die lichttechnischen Einrichtungen wie Scheinwerfer, Bremsleuchten, Nebelschlussleuchten und so weiter auf Funktion und Schäden zu überprüfen. Ist das erledigt, kommen als nächstes die Bereifung, die Felgen und die Federung dran. Zu überprüfen sind hier unter anderem die Radmuttern, Felgen, Profiltiefe der Reifen und so weiter. Natürlich dürfen wir auch die Bremsanlage nicht vergessen, und zwar unabhängig davon, ob wir eine hydraulische Bremse oder eine Druckluftbremsanlage haben. So oder so sollte die Funktion der Bremse einmal überprüft werden, aber auch weitere Dinge müssen kontrolliert werden, wie zum Beispiel der Bremsflüssigkeitsstand. Sind wir mit den Bremsen durch, ist der Motor und der Antrieb dran. Hier sind unter anderem zu kontrollieren, ob der Ölstand des Motors ausreichend ist und ob zum Beispiel der Keilriemen erkennbare Schäden aufweist. Nun schauen wir uns die Lenkanlage an. Hier überprüfen wir zum Beispiel den Ölstand der Servolenkung und stellen sicher, dass die Lenkung bei laufendem Motor leichtgängig funktioniert. Anschließend sind die Fahrerassistenzsysteme wie Notbremsassistent, Spurassistent und so weiter zu überprüfen. Gibt es irgendwelche Fehlmeldungen und sind alle eingeschaltet? Wenn wir das sichergestellt haben, ist das Führerhaus an der Reihe. Hupe, Lenkrad, Scheibenwischer, Lüftungsanlage, Sicherheitsgurte und so weiter und so fort. Haben wir auch hier alles abgehakt, schauen wir uns den Aufbau bzw. den Rahmen an, und zwar nicht nur vom Triebwagen bzw. der Zugmaschine, sondern auch vom Anhänger bzw. Sattelauflieger. Hier kontrollieren wir beispielsweise, ob die Kennzeichen sauber und lesbar sind und ob der Fahrzeugaufbau äußerlich frei von Ladungsresten ist. Als nächsten Punkt hätten wir dann noch die Ladungssicherung, die kontrolliert werden möchte. Also ist die Ladung so gesichert, dass sie selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen oder umfallen kann? Zur Ladungssicherung habe ich bereits ein eigenes Video gemacht, ihr findet es rechts oben in der Infobox. Es muss aber auch geprüft werden, ob die Ladung so verstaut ist, dass die zulässigen Achslasten nicht überschritten bzw. geltende Mindestachslasten nicht unterschritten werden. Bei Fahrten mit Anhänger bzw. einem Sattelauflieger, also vermutlich bei den allermeisten Fahrten, ist zudem die Kupplung zu überprüfen. Wurde die Kupplung geschlossen und gesichert? Sind alle elektrischen Leitungen und Bremsleitungen angeschlossen? Und so weiter und so fort. Zu guter Letzt, und dann haben wir es auch geschafft, geht es noch um das Zubehör. Hier wird nur nochmal kontrolliert, ob notwendiges Zubehör vorhanden ist, wie zum Beispiel Hilfsmittel zur Ladungssicherung, wie Zurgurte, Ladehölzer, Anti-Rutschmatten und ähnliches. Aber auch weiteres Zubehör kann notwendig sein, wie zum Beispiel eine Anlegeleiter zum Auf- bzw. Abplanen. Zudem hätten wir dann noch das Warndreieck, den Verbandskasten oder auch den Feuerlöscher, wenn wir gefährliche Güter nach ADR befördern. So, ihr habt es geschafft, wir sind alle Hauptkategorien einmal durchgegangen. Und wie bereits gesagt, handelt es sich hierbei in diesem Video nicht um eine vollständige Liste aller Dinge, die bei einer Abfahrtskontrolle geprüft werden müssen. In jeder Kategorie müssen nämlich mehr Dinge als hier im Video genannt geprüft werden. Ich lasse euch in der Videobeschreibung einen Link zum entsprechenden Dokument, wo näher Interessierte sich das gerne nochmal in Ruhe anschauen können. Wie gesagt, für das Video wäre das an der Stelle zu viel gewesen. So, das war schon recht viel heute, oder? Jetzt sollten wir alle einen guten Überblick darüber haben, was bei einer Abfahrtskontrolle zu kontrollieren ist und warum wir uns hierfür auch in etwa eine Viertelstunde, manchmal sogar mehr, Zeit nehmen sollten. Was ist aber, wenn wir mal vergessen, die Abfahrtskontrolle zu machen? Dazu findet man übrigens im Internet nicht wirklich etwas. Daher habe ich für euch mal das Bundesamt für Güterverkehr, auch BAG genannt, angerufen und gefragt, mit welchen Bußgeldern ein Lkw-Fahrer rechnen muss, wenn er die Abfahrtskontrolle vergisst. Die nette Dame vom BAG erklärte mir am Telefon, dass es dafür keinen Bußgeldkatalog gibt und dass das BAG die Abfahrtskontrolle überhaupt nur dann kontrollieren würde, wenn der Lkw offensichtliche Mängel aufweist.
Wenn der Fahrer bei so einer Kontrolle keine Abfahrtskontrolle gemacht hat, aber glaubhaft machen kann, dass er die Abfahrtskontrolle sonst immer durchführt und nur an diesem Tag vergessen hat, dann würde dies normalerweise immer in einer mündlichen Verwarnung enden. Mit anderen Worten, niemand kommt ins Gefängnis, wenn die Abfahrtskontrolle mal vergessen wurde. Dennoch sollte sich jeder Fahrer der Wichtigkeit dieser Kontrolle bewusst sein und sie regelmäßig und gewissenhaft durchführen. Etwas anderes kann es nämlich sein, wenn aufgrund eines technischen Defektes ein Schaden, wie zum Beispiel ein Unfall, geschieht. Die Versicherung wird, gerade wenn die Schadenssumme hoch ist, alles versuchen, um einen Schuldigen zu finden. Kann der Fahrer in so einem Fall nicht nachweisen, dass er die Kontrolle gemacht hat, könnte das womöglich in einem langen Rechtsstreit und in einer Teilschuld des Transportunternehmers enden. Besser ist es also, die Abfahrtskontrolle lückenlos zu dokumentieren. Eine Möglichkeit der Dokumentation sind natürlich Checklisten. Auf der einen Seite stellen wir damit nämlich sicher, dass alle Punkte der Liste abgearbeitet werden und dementsprechend nichts vergessen wird, schließlich sind wir alle nur Menschen. Auf der anderen Seite können wir damit auch nachweisen, dass die Abfahrtskontrolle wirklich durchgeführt wurde. Solche Checklisten findet man zuhauf im Internet. Was ich jedoch wirklich empfehlen kann, ist, die Abfahrtskontrolle zu digitalisieren, da Zettel nicht wahnsinnig gut für die Umwelt sind und diese Listen im Falle einer Kontrolle sowieso immer chronisch unauffindbar sind. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Es gibt mittlerweile einfache und gute Lösungen, wie zum Beispiel das Online-Tool SMAP One. Hiermit kann ein Unternehmen ganz einfach seine Prozesse digital dokumentieren. Die Mitarbeiter haben darin die Möglichkeit, eigene Apps beispielsweise für Checklisten zu bauen oder fertige Vorlagen zu nutzen und anzupassen. Damit kann man die Abfahrtskontrolle ganz leicht mit dem Smartphone oder dem Tablet digitalisieren und darüber hinaus auf den eigenen, vielleicht auch speziellen Fuhrpark anpassen. Dabei ersetzt ein Fotobaustein in der App beispielsweise eine zusätzliche Digitalkamera, um Schäden direkt mittels der Kamera des Smartphones zu dokumentieren. Hat der Fahrer die digitale Checkliste abgearbeitet und dementsprechende Bilder gemacht, werden diese nach der Unterschrift mit dem Finger direkt mit weiteren erfassten Daten zusammen gespeichert. Das ist nicht nur deutlich schneller, sondern auch viel weniger fehleranfällig. Und bei einer Kontrolle hat man innerhalb von wenigen Sekunden den notwendigen Nachweis parat. Falls ihr Interesse an dieser digitalen Lösung habt, dann habe ich sehr gute Nachrichten. Ihr könnt SMAP One nämlich 14 Tage kostenlos testen. Geht dazu einfach auf die Website www.smapone.com und meldet euch an. Nach der Testphase wird der Account auch nicht automatisch verlängert. Es wartet also keine Abo-Falle auf euch. Eine absolut faire Geschichte, wie ich finde. Den Link dazu lasse ich euch noch zusätzlich unten in der Videobeschreibung. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne ein Like und falls ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, dann abonniert gerne den Logistik-Kanal und aktiviert auch gleich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, macht's gut und bleibt bitte gesund. Ciao, ciao!